Die letzte Rache des Subs ist schon wieder eine Weile her und betrifft den Monat März. Deswegen würde ich sagen, wir kümmern uns heute um die Rache des Subs vom April. Und wenn euch interessiert, ja, welche Bücher ich vom April letzten Jahres noch nicht gelesen habe, aber neu eingezogen sind, dann bleibt unbedingt dran, dann sehen wir uns jetzt gleich im Video. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute geht es mal wieder um die Rache des Subs. Ihr habt euch gewünscht, dass ich das so nach und nach aktualisiere, also mache ich das. Ja, die letzte Rache, die betraf ja jetzt den Monat März, das heißt, es geht jetzt im April weiter. Im Thumbnail habe ich schon gesehen, dass im April letzten Jahres 8 neue Bücher eingezogen sind und ich bin ganz gespannt, welche das sind und ob ich die schon alle gelesen habe. Ja, Thema Subabbau läuft so semi-gut, wie bei vielen anderen BooktuberInnen auch. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was hier jetzt so auf mich zukommt. Ne? Also es ist ja dann auch bald so eine Abrechnung fällig. Könnte peinlich werden, aber es macht ja auch Spaß, sich mit den Büchern zu beschäftigen, die man so da hat. Ja, wie immer gilt, wenn euch das Video gefällt, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und ja, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, ja, abonniert mich doch auch gerne. Unterstützt mich und den Kanal sehr und es ist kostenlos. So, es geht los mit dem ersten Buch. Ich mache hier direkt mal Platz. Be My Tomorrow von Emma Scott können wir ganz schnell abfrühstücken. Ich weiß nicht mehr, worum es ging. Ich habe das, glaube ich, als Hörbuch gehört. Es hat mir sehr gut gefallen. Das weiß ich ganz genau, weil mir alles von Emma Scott sehr gut gefällt. Aber ich weiß nicht mehr genau, worum es ging, weil ich mir bei nach einem Jahr oder so mir einfach nicht merke, ja, weil gerade bei Liebesromanen, zwei Menschen verlieben sich und dann haben sie ganz, ganz viele Probleme, zueinander zu finden und ja, deswegen, ja, das habe ich noch, also das habe ich schon gelesen oder gehört, aber ich kann euch beim besten Willen nicht mehr den Inhalt sagen, aber ich weiß, dass mir alles von Emma Scott gut gefällt und mich gut unterhalten hat. Das Coole ist, ich könnte irgendwann, wenn ich mal ganz viel Geld sparen möchte und will, könnte ich meine ganzen Liebesromane, die ich noch da habe oder einen großen Teil davon, einfach nochmal lesen und es wäre wahrscheinlich so, als so gut wie, als würde ich es nochmal neu lesen. Dann, Nur noch ein einziges Mal von Colleen Hoover, habe ich auch schon gelesen. Den zweiten Band von der Reihe, das ist eine Dilogie, habe ich sogar mit meiner besten Freundin gemeinsam gelesen. Ja, das ist ja jetzt auch verfilmt worden. Und ich finde es ein bisschen blöd, dass der Trailer die komplette Story erzählt. Hier weiß ich übrigens noch, worum es geht, aber es ist schwierig, darüber zu reden, ohne zu spoilern. Der Trailer, ja, erzählt die ganze Story. Also es geht auf jeden Fall um zwei Jugendfreunde, die aus völlig unterschiedlichen Verhältnissen kommen und sich aus den Augen verlieren. Und in der Zwischenzeit die Hauptprotagonistin Jahre später mit jemand anderen zusammenkommt und sich das als ziemlich toxisch entwickelt. Genau, ich werde mit meiner besten Freundin auch in den Film gehen. Wir werden das feiern, wir werden uns freuen. Und ja, es ist auch hier der zweite Teil eingezogen, wie ich sehe. Und auch den habe ich schon gelesen. Also das hat mir wirklich richtig gut gefallen. Ich muss jetzt beim zweiten Band sagen, das war jetzt unnötig, das nochmal, ja, da noch einen zweiten Band rauszubringen. Ich glaube, Colleen Hoover hat das für ihre Fanbase gemacht, weil ich glaube, die Fans wollten unbedingt eine Fortsetzung wissen, wie es weitergeht mit Atlas und ihren Namen habe ich vergessen. Wie es weitergeht, ja, gab auch ein paar interessante Wendungen. Ja, hätte es den zweiten Band gebraucht? Meiner Meinung nach nicht. Hat es Spaß gemacht zu lesen? Auf jeden Fall. Genau, dann den nächsten Band, der ist von Leslie Kara, Die Drohung. Da ist sogar ein Lesezeichen schon drin, wenn ich mir das Video so anschaue. Ich habe damals nicht weitergelesen. Ich habe es wirklich nur angelesen. Ich meine, ich war damals sogar im April 23, war ich da sogar mal unterwegs. Ich kann es euch gar nicht sagen. Aus irgendeinem Grund
Ich habe mir das, glaube ich, irgendwo geholt. Vielleicht sogar. Nee, Buchmesse war da nicht. Ich habe keine Ahnung mehr. Habe das auf jeden Fall direkt angelesen. Doch, das war Buchmesse letzten Jahres. Ach, die ging für mich nicht so gut aus, weil die Kleine, die ist ins Krankenhaus gekommen mit Pseudogrupp. Das war echt schlimm. Und dann musste ich alles abbrechen und wieder nach Hause fahren und oh, musste für sie da sein natürlich. Das war ganz schlimm. Deswegen habe ich das vielleicht verdrängt. Die Drohung habe ich auf jeden Fall noch nicht gelesen, nur angelesen und dann irgendwie nicht mehr weitergelesen. Das nächste Buch ist von Celeste Ng, Unsere verschwundenen Herzen. Das habe ich mir im Hardcover auf der Buchmesse geholt und habe das auch noch nicht gelesen. Ich habe mir das auch nur geholt, weil es signiert war. Ich habe echt lang mit mir gehadert, weil Hardcover ja heutzutage echt nicht günstig sind. Und habe lange mit mir gehadert, ob ich das mitnehme. Gerade ich habe zwei Bücher von Celeste Ng gelesen, beziehungsweise also das eine, das war Kleine Feuer überall, glaube ich, heißt das. Für mich ein Lebenslese-Highlight. Der Inhalt, der hat sich immer noch in meinen Kopf eingebrannt, als wäre es erst gestern. Habe mir danach die Serie angeschaut, habe die auch gefeiert. Und davor ist ein anderes Buch von ihr erschienen und das mochte ich so überhaupt nicht und habe das sogar abgebrochen. Und jetzt, weil ich fand das irgendwie total langweilig. Und jetzt habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass es mir mit dem auch so gehen könnte und deswegen habe ich das noch nicht ja, gelesen. Und jetzt wird es aber Zeit, ne? Unsere verschwundenen Herzen heißt das. So, weiter geht's mit The Ravenhood. In The Ravenhood, da habe ich alle drei Bücher innerhalb von, ich glaube, 2 Monaten gemeinsam mit meiner besten Freundin in Leserunden gelesen und inhaliert. Der erste Band, den fand ich gut. Das war so eine Art Dyke Romance-Geschichte. Tochter zieht zu ihrem Stiefvater, zu ihrem reichen zu ihrem reichen Vater, der aber geschieden ist. So rum. Und ja, will halt Geld von ihm erben, verpflichtet sich bei ihm in der Firma ein Jahr zu arbeiten, lernt da eben die Ravenhoods kennen und es ist richtig Bad Boy-mäßig, ein bisschen Thrill-mäßig, sehr viel Sexy Time. Also es ist schon so dark, geht in die Dark Romance-Richtung. Der zweite Band, der geht dann so in eine ganz, ganz andere Richtung, habe ich auch absolut gefeiert, den habe ich so gesuchtet. Ich glaube, wir haben sogar geweint an einer Stelle. Richtig krass. Und der dritte Band, da haben wir uns dann durchgequält. Der dritte Band, der war so meh. Der war richtig meh. Genau. Dann von Giffer Lodge, das habe ich ja im letzten Monat schon erwähnt. Bis ihr sie findet und wer auf dich wartet, habe ich jetzt immer noch nicht gelesen. Also, ich habe von Giffer Lodge insgesamt 4 Thriller da. Und den aktuellen habe ich mir jetzt noch nicht geholt. Also, es gibt noch einen aktuellen 6. Band. Also, das ist so eine Thriller-Reihe. Oder nee, Moment, bis ihr sie findet, ist glaube ich der erste Band und den habe ich schon gelesen. Genau, den habe ich gemeinsam mit Carla von Buchmomente gelesen. Und Band 2, 3 und 4 liegt jetzt noch ungelesen da. Das wäre jetzt dann halt die Rache des Subs, ne? Und den aktuellen, den würde ich mir eigentlich auch ganz gerne holen. Also ich möchte die Reihe gerne lesen und beenden. Ja, jetzt hat es mich dann halt mal wieder erwischt. Genau. Ist im Endeffekt so eine ganz, ganz einfache Thriller-Reihe. Ja, das war jetzt schon das Ende. Jetzt werde ich einen ganz kurzen Cut machen und mal die Bücher zusammensammeln, die ich halt jetzt noch lesen muss. So, also an sich sieht die Rache des Subs vom April recht gut aus, aber ich habe halt hier so eine ganze Buchreihe. Vorteil ist, es ist nicht besonders dick. Genau. Wer auf dich wartet, also sie klingen halt alles so super spannend und ich müsste da mal so einen Lesemarathon einlegen. Dann hier unsere verschwundenen Herzen. Hier geht es um den 12-jährigen Bird, der mit seinem Vater in Harvard lebt und seit einem Jahrzehnt wird ihr Leben von Gesetzen bestimmt, die nach Jahren der wirtschaftlichen Instabilität und Gewalt die amerikanische Kultur bewahren sollen. Das geht eben um Rassismus bei asiatisch aussehenden Menschen. Und ja, ich bin da eigentlich schon sehr gespannt drauf und ich finde das Thema halt auch wichtig. Ich hoffe, Celeste Ng hat es nicht so trocken gemacht und ja, das wird gut. Dann von Leslie Kara, da ist bestimmt inzwischen, ihr könnt mir mal weiterhelfen. Ihr wisst das meistens besser als ich, weil ich ja momentan
Ich gucke nicht so viel Booktube. Ich gucke mehr Strick-Content. Momentan bin ich ganz ehrlich. Ja, deswegen habe ich mehr Woll als Buchkäufe. Und ja, seitdem ich mich so massiv mit meinem Sub beschäftige, weiß ich momentan nicht so, was auf den aktuellen Buchmarkt los ist. Ich weiß, ein neuer Chris Carter ist rausgekommen, den ich mir holen werde, weil ich den immer mir hole und direkt lese. Genau, aber ja, und Leslie Kara begeistert mich einfach immer. Das Gerücht fand ich mega gut, die Lügen fand ich relativ gut und die Drohung wird bestimmt auch wieder gut. Genau, und da geht es halt auch wieder um ein traumatisches Erlebnis. Astrid ist entschlossen, eine neue Seite in ihrem Leben aufzuschlagen und sie zieht in ein Küstenstädtchen in Flinstedt, weit weg von der Großstadt. Und ja, und dann kriegt sie unheimliche Briefe und wird verfolgt und sie weiß, irgendjemand weiß, was passiert ist und wovor sie davonläuft. Und das klingt halt für mich auch mega interessant. Und auf den Inhalt gehe ich jetzt nicht weiter ein. Ich werde mir die jetzt rauslegen. Ich denke, das werden auch die nächsten Bücher, die ich jetzt dann auch lesen werde. Ich denke, gerade Giver Lodge wird euch jetzt nochmal begegnen im Want to Read. Dann wird sich zwar die Rache des Subs und das Want to Read doppeln, aber ich meine, ich kann nicht meinen ganzen Sub auf einmal lesen. Und dann möchte ich das wirklich jetzt mal in Angriff nehmen, die Reihe zu lesen. Und dann werde ich wahrscheinlich noch ein Fantasy-Buch und noch irgendwas ganz Leichtes noch mit auf die Leseliste setzen. Und dann wird das nämlich meine Juli-Lektüre. Genau. Freue ich mich richtig drauf. Und ja, verratet mir unbedingt mal, ob ihr schon eins dieser drei Bücher kennt. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, ihr verzeiht mir, dass das Sonntagsvideo oder das Wochenendbuchvideo heute so spät kam. Aber wir sind jetzt gerade erst vom Urlaub wiedergekommen, gestern. Und ja, jetzt habe ich noch so ein bisschen Me-Time. Mein Mann und ich, wir teilen uns heute den Sonntag so ein bisschen auf. Und die habe ich gleich zum Drehen genutzt und ja, für andere Sachen noch. Jo, und davor haben wir uns mit Magen-Darm-Problemen durchgehangelt. Deswegen war das so mit dem Vordrehen diesmal so ein bisschen tricky. Genau, aber ich gelobe Besserung. Ja, jetzt hoffe ich erstmal, ihr hattet ganz viel Spaß mit dem Video und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye!